Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE SmackDown 4 Shut Your Mouth. Heute am 19.10.2017 um 10.27 Uhr, etwas später als die letzten Tage, weil ich habe lange gepennt, weil ich war lange wach, habe gestern schön bis 3:30 gezockt und Godzilla-Filme von Manuel geguckt. Oh ja, das war gut. Ich wollte ja heute, vielleicht, wir werden nochmal schauen, das Projekt heute beenden, beziehungsweise das zweite Jahr heute beenden, wovon ich dann erstmal ausgehe, dass es auch das Ende des Let's Plays sein wird. Weil abgesehen davon haben wir jetzt, nebenbei gab es jetzt nicht so viel zu erledigen. Was haben wir denn? Ah, mit Brock Lesnar gegen Edge und Jericho. Okay. Neben der Saison haben wir jetzt nicht so viel zu erledigen, ne? Dass ich jetzt denke, das könnte jetzt aber nochmal haarig werden. Beziehungsweise haben wir da schon alles erledigt, und zwar war es eigentlich nur der Slobberknocker. Und ja, ich habe gestern auch den ersten Part freigegeben, oder der erste Part wurde gestern freigegeben, und kommt gar nicht so schlecht an, wie ich gedacht habe. Also immerhin schon über 300 Aufrufe in den ersten, 12 Stunden oder 20 Stunden. Oh mein Gott, sie werden eine Diskussion haben, wer, oder beziehungsweise über den Kampf des Gürtels in diesem Ring. Glaubst du wirklich, dass diese Leute auch einfach nur reden können? Die werden doch eh wieder in einem Kampf enden. Der offizielle Kampf startet beim nächsten Pay-Per-View. Okay, aber nur 3 von jedem Team können dran teilnehmen. Das ist okay für mich. Es wird ein Six-Way-Match werden. Ich hoffe, dass du damit umgehen kannst. Das hoffe ich für dich auch. Okay, wow, was für eine friedvolle Diskussion. Ich bin schockiert. Das muss die Ruhe vor dem Sturm sein. Das macht mir totale Angst. Aber das kommt. Ich habe jetzt so ein leichtes Déjà-vu, ne? Hatten wir das nicht schon mal? Weil erstmal wollte ich gerade schon sagen, ja, die sind aber sehr, sehr kreativ immer mit Six-Man-Matches und so, ne? Aber muss man natürlich auch dazu sagen, ne, zu PlayStation 1-Zeiten, da haben sie immer nur hinbekommen, dass maximal 4 Leute, glaube ich, im Ring waren. Und hier sind sie schon auf 6 oder sogar 8. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, was der Royal Rumble sagt. Was liegt da rum? Dreck, Müll. Ja, komm, ab dafür. Booker T und Goldust, die haben gestern auch gewonnen. Ich glaube, es ist wirklich mein 5., 6., 7. Aufnahmetag in Folge. Oh, Hollywood Hulk Hogan gewinnt. Ja, alles klar. War heute auch schon fleißig, ne? Also habe ich dann so wirklich bis, keine Ahnung, bis 8, 9 habe ich gepennt. Ne? Ist ja Urlaub, ich habe ja die Erholung, habe ich ja schon mitgeteilt, verspüre ich dadurch, dass ich weniger Schlaf brauche. Habe schon Sport gemacht, war einkaufen, meine Mutter war kurz hier und was habe ich noch gemacht? Irgendwas anderes. Auf jeden Fall bin ich für heute durch. 10.30 Uhr ist eine schöne Zeit. Ich jetzt ein bisschen aufnehmen und dann nachher wieder weiter. Also die letzten Tage des Urlaubs auf jeden Fall noch genießen. Das ist ja das Traurige, ne? 2 Tage habe ich noch. Und dann habe ich noch ein Wochenende. Okay, ne? Aber also im Endeffekt, kennt ihr vielleicht auch, ne? Wenn eure Kollegen an dem letzten Freitag den Urlaub habt, ne? Feierabend habt, dass ihr euch dann schon mental sagt, fuck, Mann, mein Urlaub ist vorbei. Ja, das ist halt bei mir auch so. Früher war es schlimm, ne? Früher war freitags, also das war eigentlich richtig geil, bis auf die Freitage, die ich frei hatte. Da hatten wir ja schon um 13 Uhr Schluss, ne? Also war 13 Uhr schon Feierabend. Und da kam dieses Gefühl auf jeden Fall schon relativ früh am Freitag. Ach, nee. Aber wird doch mal wieder Zeit, dass ich wieder was mache, ne? Ich kann ja nicht hier den ganzen Tag aufnehmen und zocken und Sport machen, wobei es könnte ich mich schon dran gewöhnen. Schön geplante Alltage, ne? Mag ich. Ich habe jetzt auch einen kleinen Unterschied. Ich habe zwar auch jetzt einen Kaffee stehen, ne? Um die Uhrzeit. Aber ich habe mir heute ein bisschen Lebensqualität gegönnt, ne? Und zwar haltet euch fest, ne? Ich habe einen halben Liter Milchtrink. So hier, so aus dem Tetrapack mit Strohhalm dran und so. Ich sage euch, Milchdrinks sind Lebensqualität, ne? Egal was für welche. Müllermilch, auch so, auch billig nachgemachte Milchdrinks, ne? Oder Buttermilch, Joghurtdrink. Alles, was irgendwie Laktose drin hat, ne? Also ich glaube, wäre ich laktoseintolerant, wäre ich letztendlich auch suizidgefährdet. Aber alles, also Milch, Molke, ne? Da könnte ich mich reinlegen, ne? Könnte ich 20 Liter am Tag von saufen. Weil das spült einfach auch so ein bisschen die ganze Kehle frei, hat man immer so das Gefühl, ne? Ey, da waren wir schon 3. Oh no. Ich glaube, Post ist da. Ich muss mal kurz hin. So, da bin ich wieder. Ich werde mir nie wieder gleichzeitig was mit Julia bestellen, ne? Das geht mir voll auf die Zwiebel. Aber das heißt, der kann Julia nichts für, ne? Aber ich warte auf meine scheiß Playstation, ne? Und jedes Mal schält es. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ach, Paketdienst, dann denke ich mal, oh geil, ist da. Ne? Aber eben kriegt Julia in den letzten 5 Tagen ungefähr 40 Pakete, ne? Und meine Playstation ist nicht dabei. Das ist ganz schön frustrierend. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ne? Aber ich gönne es ihr ja, dass ihre Sachen ankommen. Aber meins soll auch ankommen, verdammt nochmal. Mit Unreal Tournament spielen. Ich glaube aber, die haben das gestern erst verschickt. Weil gestern, stand auf einmal bei eBay drin, nachdem ich mal gefragt habe, hör mal, was ist eigentlich mit dem Paket los? Dann sollte doch vielleicht sogar schon bis Samstag da sein. Überlegt, wir haben heute Donnerstag. Das ist schon ein paar Tage zwischen. Habt ihr vielleicht die Sendungsnummer oder sowas, die ihr mir mitteilen könnt? Und dann, ja, schicke ich dir morgen zu. Ne? Und was kam? Also
gestern war das Morgen von vorgestern. Das war jetzt verwirrend, ich weiß. Und was schickt ihr mir zu? Auf einmal steht bei eBay drin, ja, hatte ich jetzt als verschickt markiert. Deswegen habe ich mir gedacht, die haben mir wahrscheinlich gestern erst in die Post gegeben. Und ich hoffe echt inständig für die auch, dass das morgen da ist, ne? Weil wenn ich hier mit dem Projekt fertig bin, ich will das nächste Projekt schon mit der PlayStation 3 aufnehmen. Deswegen ist es gut, dass SmackDown doch länger geht als gedacht. Sonst hätten wir da echt so ein kleines Problem gehabt. Zapoms! So. Deswegen passt es, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir das heute beenden würden. Oh nein. Na, shit. Ha, der ist doof. Ha. Ja, aber wenn dann, weil ich rechne entweder, also eigentlich rechne ich schon erst morgen mit dem Paket. Weil bis Samstag nicht da ist, ne? Dann laufe ich aber amok hier. Muss nur gucken, wo ich dann die PlayStation 3 hinstelle für PS2-Aufnahmen. Ich hoffe, die funktioniert überhaupt, ey. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit umsonst warte. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass, also, dass ich die Probleme mit der Elgato bei der Aufnahme wahrscheinlich nur bei diesem Spiel haben werde. Oder vielleicht noch bei ausgewählten anderen Spielen, die irgendwie immer ihre Auflösung wechseln. Weil Elgato hat mir ja gesagt, Auflösung wird nicht unterstützt. Also sagte, hat mein Fernseher gesagt, aber das ergibt gar keinen Sinn, ne? Also, weil, sonst hätte ich ja wenigstens ein Vorschaubild bei der Elgato. Weil das Signal war ja erstmal durch den Grabber, ne? Wird mir auf dem Bildschirm angezeigt und wird dann zum Fernseher weitergeleitet. Wenn ich aber schon beim Grabber nichts hab, der liegt ja nicht am Fernseher. Tornado Tag gegen Triple H und Chris Jericho. Okay, dann sind die Teams auf jeden Fall schon mal festgesetzt. Chris Jericho, Triple H und wer war gerade der Tag? Edge, genau. Ja, den habe ich gerade verprügelt. Ja, aber ich denke mal, das wird bei einigen Spielen noch dran liegen, weil ich konnte hier grundsätzlich auch Matches spielen. Da hatte ich auch Bild und alles, aber keine Sequenz und keine Ladezeiten. Also keine Ladebildschirme. Total verrückt. Hauptmenü ging wiederum auf. Vince McMahon. Nun, ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit für meine Ankündigung gekommen. Ich präsentiere euch nun mein Team. Chris Jericho, Edge und Triple H. Hört zu, Flair. Es gibt keinen Weg aus dieser Hölle, dass du den Gürtel gewinnen kannst. Das hatten wir aber schon mal. Die Storyline hatten wir schon mal. Haben die aber wirklich sich leicht gemacht. Ne? Schön recycelt. Okay, du bist heute mein Tag Team Partner. Aber wir werden Gegner beim Pay-Per-View sein. Letztes Mal hat das Brock Lesnar zu mir gesagt. Erinnere dich daran. Achso, es wird dann wieder. Ah, okay. Es wird auch wieder ein Six-Man Hell in a Cell werden. Aber keine Elimination. Nur das, was wir auch letztes Jahr im Dezember gespielt haben. Ich glaube, das ist exakt die gleiche Storyline. Test gewinnt. Kurt Engel gewinnt. Was? Wie? Kann nicht sein. Nur dass jetzt halt nicht der Krieg zwischen War und SmackDown ist, sondern eigentlich zwischen. Nicht mehr ganz Eigentümer, ne? Mit einem übergelaufenen Eigentümer gegen den nicht übergelaufenen Eigentümer. Und damit meine ich nicht, dass die Milch übergeschwappt ist. Weapon-Use-Tipps, okay. Das ist neu. Ne? R1 zum Aufheben. Schön, dass mir nach ein Dreivierteljahr mal gesagt wird. Und 4 zum Werfen. So, jetzt erstmal einen Schluck Schokodrink. Kakao. Ambrosia. Naja, also mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ich liebe das. Ich liebe das echt. So besser als jeder lösliche Kakao, den man sich so kaufen kann. Oh, was ich auch immer früher bei der Bundeswehr getrunken habe. Da war ich noch nicht so ein Kaffee-Junkie wie heutzutage. Da hatten wir immer auch so Kaffeeautomaten. Und da gab es halt auch so einen Kakao, ne? Oh, der war, komm mal auf jeden Fall mit arbeiten, ey. Der war richtig gut. Ich hab da einen Fleck am Fernseher. Ach so, ist Tornado. Fuck. Scheiße. Komm her, Sau. Was? Ah, da kommt noch der Royal Rumble zwischendurch, fällt mir gerade ein. Aber ich würde, wie gesagt, heute gern alle 3 verbleibenden Monate jetzt noch fertig machen. Also, dass ich das jetzt heute dann quasi wirklich weitgehend abhaken kann, das Spiel. Weil ich freue mich auch schon richtig hart auf das nächste Let's Play. Ich glaube, der Großteil von euch wird schon wissen, was das sein wird. aber, ja gut, ich verrate noch nichts, ne? Ich verrate gar nichts, ich gebe auch keine Tipps, wenn ich das nachher vielleicht beendet haben soll, das Spiel. Sehe ich gar nicht ein. Ich weiß es halt jetzt gerade überhaupt noch gar nicht, wie das Projekt jetzt hier, also schaut ihr mal auf, wie das bei euch ankommt. Gar keinen Plan, ne? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur ein paar hochgeladen und wie gesagt, das waren jetzt knapp 400 Zuschauer. Also 391 waren das bis vor, weiß ich, 2 Stunden oder so. Fuck you. So geht das nämlich. Aber ich denke mal, das wird so ein Projekt sein, wo es, also jetzt dieser Part jetzt zum Beispiel, ne, also wo es wirklich schon fortgeschritten ist,
Richtung 40 geht, da darf das, weiß ich noch, so 90 Leute am ersten Tag angucken. Weil Wrestling ist nie so das Beliebteste gewesen. Der Vorteil bei dem Projekt war, die waren halt meistens relativ kurz. Ja? Mit Ausnahme des Togethers mit Christo, das ging, glaube ich, auch so um die 40 Parts. Aber es kann sein, dass das jetzt hier der neue Rekord wird. Aber ich habe einen Titten-Thumb, da wird es wahrscheinlich ein paar mehr Aufrufe geben. Mit dem, wo wir den Slobber noch gemacht haben. Sidewalk Slam! Biatch! Kaffums! Ja! Mach denn! Submission! Yes! Fuck you! Ja, also die Matches, die sind jetzt leider wirklich zu einer Banalität verkommen. Also was wirklich noch spannend wird, wie das Hell sein, wenn es wirklich eine Elimination ist. Aber alles, wo es gleichwertig ist und ich auf jeden Fall direkt was mit Niederlage oder Sieg zu tun haben werde, das ist relativ easy. Ab Triple Threat Match wird es interessant, okay. Jeder, der für das Tag Team Match eingeplant ist, ist nun im Ring. Es ist egal, auf welcher Seite du bist oder nicht. Jeder ist ein Gegner. Die Four-Hitter Champion wird offensichtlich eine harte Zeit haben, mit dieser Situation klarzukommen. Ja, das ist exakt das Gleiche. Ja, wirklich genau, man kann ja zurückspulen, ne? Da sind wir da, wo wir jetzt sind. Ich überlege jetzt aber gerade noch, wo es jetzt noch drauf hinauslaufen kann. Letztes Jahr ist dann ja, glaube ich, zum Jahreswechsel auch Triple H zurückgekehrt. Sonst haben wir jetzt, glaube ich, niemanden, der... Brock Lesnar könnte zurückkehren. Okay. Ah, Singles-Match gegen Triple H. Ja. Hm. Brock Lesnar könnte zurückkehren. Oh, es wäre cool, wenn der alte Undertaker wieder zurückkehren würde, weil von dem habe ich auch schon länger nichts mehr gehört, ne? Wahrscheinlich ist Wiki ohne Versenkung verschwunden. Wir werden eine Ankündigung haben über das Roster von Ric Flair für das Match über den Gürtel. Lasst euch mein Team einführen, hinten rein. Doch, Brock Lesnar ist schon wieder da, okay. Brock Lesnar, Steve Austin und Zuck Zui. Es ist schon wieder so ein unfaires Team wie letztes Jahr, ne? Okay, das waren wirklich kluge Auswahlmöglichkeiten. Lass mich dich an eine Sache erinnern. Weißt du, welcher Pay-Per-View als nächstes kommt? Ja, er heißt Armageddon und wir werden Hell in a Cell. Ja. Das ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Tatsächlich. Jetzt bin ich mir absolutely sure. Wer bist du denn? Eddie Guerrero! Was geht? Muchacho grande. Tres hombres. Boulangerie. Ist Taco-Pulver. Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe Montag, weil ich einkaufe, habe ich Tacos gemacht. Weil ich da von Pulver im Kakao habe. Da ist wohl die Tüte ein bisschen aufgegangen. Hey, the real man has this heat. Der richtige Mann hat diese Hitze. Wir werden die volle Kraft von Latino Heat im nächsten Match zeigen. Ja, dann viel Erfolg. Was wolltest du mir jetzt nur mitteilen, oder was? Oder muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Dafür mache ich mir die Arbeit und laufe zu dir hin. Rechnung kommt. Was? Okay. Von mir aus. Warum? Ich wollte doch gar nicht gegen dich kämpfen. Also wenn, dann soll es ein spannendes Match sein. Dann ihr drei gegen mich oder so. Mit einer Hand auf den Rücken gebunden. Und geblendet. Alter Sack hier. Ups. Entschuldigung. Ey, glaub ich zu verprügeln. Lass das sein. Mozart! Entschuldigung. Wofür tippst du völlig. Lässt das völlig kalt. Kabombs! Ja, ich glaube, der Hulk Hogan und seine Stärke besteht auf jeden Fall aus Defense, ne? Weil. Gibt nichts so richtig viel her. Entschuldigung, war auch keine Absicht. Wollte ich doch gar nicht. What's up, Jericho? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mir ist aufgefallen, die kreisen nach oben. Das mache ich immer sehr selten, ne? So gut. Oh, der ist tot. Haha. Ah, ich wollte eigentlich noch einen Suplex machen. Ab, du Sau! Vielleicht reicht das ja schon. Gerade war er tot. Ja, okay. Ein kurzes Gastspiel. Erfreut sich der Eddie jetzt wenigstens oder was für einen Hintergrund hat er das jetzt? Oder teilen wir uns jetzt die Frau? Teilen macht Spaß.
Okay, der hat einen Mundschutz von mir abbekommen, der Eddie, ne? Warum ist der so verletzt? Erstmal einen Schluck Kakao trinken auf den Schock. Ich liebe das echt, ne? Also damit kann man mich auch glücklich machen, ne? Wenn ihr bei mir punkten wollt, wisst ihr Bescheid. Gebt mir Milch. Also das habe ich, glaube ich, schon wirklich mein ganzes Leben lang. Also okay. Ja, egal. Nee. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, ne? Waven gewinnt. Ah, X-Pack war jetzt auch meine zweite Wahl gewesen. Test. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, mein ganzes Leben lang trinke ich unglaublich gerne Müllermilch und so ein Shit. Einen ganz ungesunden Kram. Na klar möchte ich kämpfen. Ab naturellement. Also Müllermilch oder Joghurtdrinks, Molke-Drinks. Ja, aber beim Alex Waven, war ich 16. Da war im Fußballspiel, ne? Totalen Brand gehabt. Und auch so gerade bei totalen Brand, ne? Ich liebe da auch so Milchsachen, ne? Oder so ein Shake. Und, da habe ich da auf seinem Schränkchen da so einen richtig geilen Molke drin gesehen. Das war zum Zeitpunkt, da habe ich sowas nicht oft getrunken. Also da hatte ich jetzt einfach noch nicht die Kohle, um mir sowas immer zu kaufen. Und wir hatten sowas auch nie im Haus. Ich habe mich voll darauf gefreut, ne? Trink da einen Schluck. Ey, und ich war, glaube ich, direkt besoffen, weil ich weiß nicht, wie lange der da schon stand, ne? Der hat auf jeden Fall schön gezischt auch beim Aufmachen. Und war mir dabei egal. Ich habe gedacht, gut, vielleicht ist da Kohlensäure drin, ne? Aber nee. Hat nicht so gut geschmeckt. Dann blieb ich doch bei meinem Wasser. Komm her! Komm her! Das ist eigentlich eher ein Waller, der mehr zuschlägt. Hier wieder mal einen Move macht, okay. Das Problem ist natürlich, ein paar Schläge sind hier auch Grapple-Moves. Warum es ein Problem ist, ich muss ihn natürlich beim Kontern abschätzen. Boah, der kriegt aber gut Leiste voll, ne? Stell dich nicht so an! Boah! Ist nicht wahr. 4Q, 4Q und 4Q. Nein! Ich wollte ihn doch gar nicht. Ich wollte einen Moonsault machen. Oh, wenn ich hier so. Hau ab. Hallo, was geht? Nackenbruch, Karnack. Mein Gott, hör mal auf. Was ist da mit. Was ist. Okay, das Steuerkreuz, ja, alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum der nämlich die Moves macht, die ich gar nicht machen will. Weil die ganze Zeit nämlich nach hinten läuft. Das habe ich jedes Mal, wenn ich die klassische Neustart. Das ist interessant auf jeden Fall. Kann vielleicht am Verlängerungskabel liegen. Da habe ich immer nur noch unten. Ne, jetzt ist alles wieder im grünen Bereich. Hey, hab dich. Boah. Es gibt auch ich glaube, der offizielle Anklock ist, glaube ich, auch. Was ich auch sehr cool finde, weil es wieder so eine Sache ist, die aus dem Nix kommt. Aus dem Stand in den Armbar rein, ne? Und von da aus dreht er sich der Shamrock dann immer um und geht er direkt an den Knöchel dran. Hat er ja gegen The Rock, glaube ich, gemacht. Schlag gekontert, ne? Zum Armbar geführt und dann beim was beim WrestleMania? Ich weiß nicht, ne? Mann! Auf damit! Auf damit! Komm, auf! Ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen auf dem Pink Floyd-Trip, also Pink Floyd The Wall. Ich bin da nämlich beim Digitalisieren nämlich genau über den Film gestolpert. Hab dann gemerkt, oh mein Gott, ist das ein guter Film. Und dann, ne, zwei Tage später, waren die Leute hier auf dem Antikmarkt, hier in Duisburg. Also Trödelmarkt quasi im Endeffekt. Was hatten die da? Die Schallplatte von Pink Floyd, ne? Hab ich euch auch schon erzählt, glaube ich, in anderen Aufnahmen, dass ich mir die angehört habe. Am Montag war das sogar. Und glaube ich, hatten wir heute auch schon wieder Donnerstag gehabt. Wir sind auch schon ein bisschen auf der Zwiebel. Aber was soll man tun? So, das war's. Gönnen wir uns nochmal den hier. Zerbombs! One, two, three! Geht. So. Ganz gediegen. Ja, weil ich hab da schon ein bisschen was aufs Maul gekriegt, ne? Triple H, den würde ich jetzt noch nicht als meinen Angstgegner titulieren. Aber er hat Potenzial dazu. Er ist recht stark in der Verteidigung. Kann auch ganz gut kontern, offensichtlich. Muss ich auf jeden Fall hier für mein Match hier im Kopf behalten. Ja gut, aber ich werde wahrscheinlich wieder auf die Schiene gehen, dass ich die ganze einfach nur versuche, Submission-Moves zu machen. Das passt schon. So, Armageddon. ...2003. Schon wieder echt 14 Jahre her, ne?
Oh, ist das traurig, ist das traurig. Armageddon Hell in a Cell. Oh mein Gott. Ja, Elimination wäre cool, also das würde mir gefallen. Vor allem gerade auch bei dem ganzen Gewusel, ne? Da ist sie wahrscheinlich gar nicht so. Entschuldigung. Gar nicht so gering, dass man auch dann vielleicht auch mal selbst einen Submission-Move erleidet und dann aufgibt und sowas, ne? Weil allzu viel halten die Leute in dem Spiel ja nicht aus. Wo es liegt bei mir einfach wirklich an meiner unfassbaren Stärke. Stone Cold! Okay, mit dir laber ich natürlich. Wir werden auch schön Bier trinken, ne? Ja, er hatte sein War-T-Shirt an. Ich hab Nackenmuskeln. Sieht aus, als hätte er einfach das Shirt aufgemalt bekommen, so eng wie das ist. Oh, Junge. Hey, Default. Weißt du, was ich getan habe? Ich hatte ein Fan-Event und musste Autogramme schreiben. Ich konnte nicht glauben, wie viele Leute dort waren. Die Liste wurde nicht kürzer und irgendwie jeder wollte mein Autogramm. Was ist los? Egal. Auf jeden Fall, einer von den Fans war wie... Hä? Was geschieht? Hä? Okay, wahrscheinlich war es so von mir, okay, der hört nicht mehr auf zu erzählen. Aber das ist doch nicht Stone Cold, hallo? Ich hätte gedacht, ich gehe zu ihm, sag, hi Stone Cold, er zeigt mir Mittelfinger und haut ab. Edge bleibt Champion. Champignon. Ja, mit Halli bleibt auch Champion. Nicht, dass Michael jetzt nicht verdient hätte, aber er kriegt es nicht hin. So, alles klar. Letztes Jahr des... Nein, letztes Pitch des Jahres 2003. Ihre Biene ist sehr gespannt, ey. Mal gucken. Was ist da draußen wieder los? Berufsverkehr um 10.51 Uhr. Oder die bereiten sich, glaube ich, alle so langsam seelisch auf ihre Pause vor. Time to play the game. Die haben wir doch schon alle. Frag mich nur, womit die dann das letzte Quartal noch füttern wollen, was wir noch vor uns haben. Klar, erstmal haben wir die Royal Rumble Storyline. Da weiß ich gar nicht, was da jetzt für uns in Frage kommt. Also klar, wenn wir kein Champion sind, dann würden wir auch, denke ich mal, an den Vorrunden teilnehmen, dass wir uns eine relativ gute Ausgangsposition sichern können und letztendlich dann auch im Match dran teilnehmen. Also bei dem Royal Rumble Turnier. Ansonsten wüsste ich nicht, was da jetzt für uns los wäre. Ah! Geht los! Und Lester macht's genau richtig. Ey, Brock, ich komm hinterher. Irgendeiner muss mir hier mitkommen. Kaffoms! Ey! Nee, ich geh wieder raus. Wir können hier mal. Tritt die Tür auf! Wie das so geil, wie er die Tür auftritt. Ja, komm, und dann haben wir unseren Spaß da oben. Ist halt egal, ganz ehrlich. Ich bin absolut flexibel. Bombs! Komm, Bombs! Oh fuck. Nein! Scheiße! Ah, das war schon so ein bisschen. War auch abzusehen. Was natürlich aber auch richtig geil ist, man kann natürlich auch mit manchen Moves die Leute auch vom Käfig runterballern. Zum Beispiel mit der Powerbomb, ne? Wenn man hier so steht und dann mit der Powerbomb einfach runterballert. Ich freue mich da oben jetzt ein bisschen meine Leistung. Ah, nicht zwei auf einmal, das ist gut. Okay, dann nehme ich mir The Game. The Game. Entschuldigung. Nein! Okay. Also wahrscheinlich ist es relativ hoch, dass ich hier doch verkacke, ne? Ist mir schon zweimal runtergefallen. Das ist uncool, echt. Es zickt ordentlich, das Runterfallen. Das Schlimme ist, ich bin vorher kein einziges Mal runtergefallen, ne? Oh oh, muss aufpassen, ich nicht durch die Mitte fall. Okay, machen wir einen Tech-Team-Move. Ei, ei, ei. Kabums! Nicht zu viele Bewegungsmoves machen, also wo ich mich zu viel bewegen muss. Uiuiuiui. Nein! Das war so klar! Ja, ich bin also jetzt. Also. Ne? Am besten bin ich hier nicht gerade. Ah, es könnte vielleicht auch nochmal ein spannendes Match werden. Vielleicht müssen wir doch an der Royal Rumble-Thematik teilnehmen. Warten wir es mal ab. Kapos! Kadenzmann! Komm, wir pinnen einfach mal, wie wir es können. Nein! Oh mein Gott!
Oh mein Gott, ja, genau. Bring mich ruhig in die Richtung. Ist mir scheißegal. Ich weiß aber gerade nicht, wer am besten dran ist, ne? Also ich glaube, die sind alle schon mal runtergefallen. Oh. Ja, ich nutze die Chance. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Wie billig war das denn? Ah, das ist ein Sieg. Den habe ich mir aber so richtig ergaunert, ne? So richtig ergaunert. Oh mein Gott. Eine richtige Scheiß-Performance abgeliefert, ne? Ungefähr 12 Mal runtergefallen. Da einfach nur das Glück gehabt, dass Stone Cold mir gerade dann in die Arme rennt, ne? Ich hab den, glaube ich, sogar gekontert noch. Und mit dem Berg Front Slam durch die Mitte des Käfiges durchgeballert, ne? Zählt also zum einen natürlich die Kraft des Moves und als wäre der halt quasi von ganz unten auf den Boden gefallen. Womit, also was die logische Konsequenz dann daraus ist, er ist halt tot. Alter, hab ich ein Schwein. Das war jetzt wirklich doch, ohne sagen, Glück gehabt. Ah, wunderbar. Schön, schön. So, mal gucken, was jetzt für eine Überraschung kommt. Das war ein schwieriges Match. Der sollte den Sieg nicht, das haben wir auch schon alles gesehen letztes Jahr. Oh, Winnie Mac. Gratulation, Default. Das war ein großartiger Sieg. Aber bitte, jeder möge ihn gratulieren. Ich sage es genau, Gratulation. Ich kann nicht bis nächstes Jahr abwarten. Happy New Year, folks, bla bla. Kennen wir alle schon. Achso, wir können jetzt hier ja nochmal was machen, ne? Oh, immer Winter Times Square. Ja, Adventszeit kommt ja auch bald wieder, ne? Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Können wir einen warmen Kakao trinken. Die heutige Aufnahme ist auf jeden Fall geprägt von... Oh, jetzt kehrt gar keiner zurück, okay. Geprägt von... Milchprodukten. Frohes neues Jahr 2004 übrigens, ne? Gegen Test? Ist wohl ein Testmatch. Elami schief. Wahrscheinlich kommt jetzt die Vorbereitung auf Wumble, bla 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 bla, genau. Frohes neues Jahr! Wir haben außerdem ein neues Jahr in der WWE. Hey, hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze? Nee, hab ich nicht. Ja, okay. Das war eine interessante Konversation. Ich gehe am Sturm. Erster Monat schon mal rum. High Default. Du bist ja undisputed, unzweifelbare, oder zweifelfreie Champion, bla bla, World Rumble. Gegen wen möchtest du deinen Titel verteidigen? Jemand der Ausgewählten. Da bleibt ein bisschen eine Überraschung. Auch das hatten wir letztes Jahr. Ich sag mal, Januar, Februar wird sich jetzt wahrscheinlich wie im letzten Jahr verhalten. Also es wird sich wahrscheinlich mehr oder weniger wiederholen. Deswegen ist er eigentlich relativ latt, gegen wen ich kämpfe. Ich möchte es nur nicht wissen vorher. Aktion. Boah. Boah, Taker hat momentan keinen guten Lauf. Ich glaube trotzdem, dass er gewinnt. Jo, alles klar. Expect... Ah, ne, Billy gewinnt. Ja. Und, na gut. Habe ich gegen Test schon mal gekämpft? Nee, ich glaube, das ist mal was Neues. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich zu diesem Zeitpunkt... gegen Rikishi mal gekämpft. Das war auch so ein komplett willkürliches Match, ne, wo ich überhaupt keinen Zusammenhang gesehen habe. Aber Test, ja, also über Test kann ich schon ein bisschen was erzählen. Ist leider mittlerweile auch schon verstorben. Ist relativ jung verstorben. Ich habe auch wieder eine Überdose Schmerzmittel. Hat auf jeden Fall die Zeit geprägt, in der ich angefangen habe, Wrestling zu gucken. Weil das war nämlich genau damals die Storyline. In der er nämlich mit Stephanie McMahon... die war nämlich damals liiert und er wollte die eigentlich heiraten. Und sich dann Triple H dazwischen eingemischt hat und gesagt hat, ja, fuck you. Ne? Ich heirate die jetzt. Und da war Test auf jeden Fall mit drin. Zusammen mit Shane McMahon, dem Sohn von Vince McMahon. Und haben dann auch gegen die Mean Street Posse und alle. Da gab es ganz viele kleine Fäden. War eine sehr interessante Storyline, fand ich. Ja, und hinterher hat er sich dann, also als sich die Wogen geglättet haben, also war, glaube ich, auch fast der einzige Punkt, wo Test mal so ein bisschen in der Hauptstoryline mit drin war, wo dann auch wirklich einem größeren Publikum nicht bekannt wurde, das will ich jetzt nicht sagen, aber wo er bei den Großen mitgespielt hat. Ja, und auf jeden Fall Konsequenz daraus war, dass sich dann die Story einfach wieder ergeben hat, ne? Also sie wurde aufgelöst, die haben geheiratet und sind im Moment froh. Und dann hat sich Test zusammen mit Albert, den haben wir ja auch schon gesehen, auch beim Slumberknocker. Ich glaube, da ging ja noch, glaube ich, unser allererstes Match. Hat mit dem Tag Team geformt und sich von Trish Stratus, die wir jetzt noch nicht gesehen, ja okay, haben wir schon in dem Video gesehen, die